Heute im Video müssen wir eine Armee zusammenstellen, um gegen die FNAF-Animatronics zu kämpfen. Die wollen uns nämlich alle erledigen und die Weltherrschaft übernehmen. Aber das wird nicht passieren. Mit unserer Armee werden wir die Welt retten, Leute. Deswegen lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wir sind hier jetzt wieder in der FNAF Tower Defense unterwegs. So, warte mal. Wir platzieren erstmal direkt hier den ersten Kollegen. Okay. Warte, wer ist das hier? Was? Oh, der hat übel große Reichweite. Warte, den platzieren wir irgendwo hier in die Mitte. Okay, okay, wir müssen direkt... Oh, okay, ich habe kein Geld mehr. Na, super. Okay, der Phone Guy telefoniert mit uns. Jetzt haben wir hier erstmal eine Armee von Toy Freddys, die hier schon angelaufen kommen, um uns das Leben schwer zu machen. Aber die sollten hoffentlich kein Problem darstellen. Warte, ja, der Typ, der hier die Cupcakes wirft, der macht auf jeden Fall gut Damage. Aber nicht genug. Warte, wie viel Reichweite hat er? Boah, da ist er noch rangekommen. Das war knapp, Leute. Okay. Die sind ja schon jetzt stärker als beim letzten Mal. Im letzten Video waren wir auf einer recht einfachen Map. Das hier ist jetzt ein Schwierigkeitsgrad drüber. Und wie ihr seht, bin ich wieder alleine unterwegs. Eigentlich soll man hier immer mit mehreren Spielern spielen hier. Aber irgendwie hat niemand Bock gehabt. Aber ist nicht schlimm. Wie ihr seht, kriegen wir das auch alleine hin. Was kostet das Upgrade nochmal? 100 nur? Okay. Machen wir mal direkt die Upgrades. Was kostet bei dem Kollegen hier ein Upgrade? 630? Bro, chill, warum so teuer? Aber okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Für die Toy Freddys, die sollte es noch reichen. Dadurch, dass die hier jetzt ein bisschen... Oh, die machen nicht mal mehr... Doch, die machen mehr Schaden. Natürlich machen sie mehr Schaden. Let's go. Ja, perfekt. Okay, bis jetzt war die erste Welle tatsächlich die schwierigste. Okay, ich platziere nochmal einen von den Cupcake-Werfern. Aber diesmal hier so hin. Alter, die haben eine heftige Reichweite, Leute. Das sind richtig gute Fernkampfeinheiten. Und ihr seht hier unten rechts, wir haben 40 Wellen. 40 Level quasi, die wir hier jetzt schaffen müssen. Und ihr seht auch unten links, wir können nur 20 Türme insgesamt platzieren. Ich weiß nicht, ob 20 Türme insgesamt reichen werden. Ich sag ganz ehrlich, das könnte eine knappe Nummer werden. Aber gut, dass wir jetzt schon diesen Cupcake-Koch dabei haben, weil letztes Mal hatten wir nur die Night Guards. Das hat es schon relativ schwer gemacht damals in dem Video. So, warte, wir platzieren hier mal noch einen. Oh! Funtime Foxy, aber... Funtime Foxy, keine Chance. Psse. Einfach weggelöscht, Leute. Easy. Okay, das nächste Upgrade kostet dann 350. Den einen Kerl upgraden wir schon mal. Ich denke, das sieht ganz gut aus so. So, was haben wir jetzt hier? Die Animatronics fangen an, sich zu mixen. Ja, guck mal, wie sie hier alle angerannt kommen und gegen uns kämpfen wollen. Aber keine Chance. Keine Chance, nicht mit uns. So, die nächste Welle startet. Ich habe jetzt gerade mein Geld erstmal einbehalten. Ich will erstmal kurz schauen, was hier jetzt passiert. Also, wie stark ist Toy Bonnie? Also, schaffen wir es einfach so, Toy Bonnie zu besiegen oder muss ich jetzt schon upgraden? Weil ansonsten sparen wir jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Oh, ich kann es mir ja schon leisten hier. Zack! Weil dann upgrade ich erstmal hier unseren allerechten Cupcake-Koch. Der hat jetzt einen Schnauzbart. Let's go, das ist sein Upgrade. Er hat jetzt den mächtigen Schnauzbart. Deswegen ist er unbesiegbar. Okay, let's go. Jetzt haben wir vorne auch alle Night Guards schon auf Level 3. Toy Bonnie ist jetzt ja auch in den Wellen dazwischen. Aber ey, guck mal. Bis jetzt klappt's gut. Ich hoffe, wir haben nur nicht wieder das gleiche Problem wie letztes Mal, dass irgendwelche Viecher dann gleich kommen, die eigentlich unsichtbar sind, die wir dann, ja, noch nicht aufhalten können, weil unsere Upgrades noch nicht weit genug fortgeschritten sind. Das wäre sehr ärgerlich. Und Leute, ich glaube ganz ehrlich, ich platziere hier noch so einen Cupcake-Koch. Let's go. Die machen so gut Schaden. Ich meine, auf Level 2 machen die schon 8 Damage pro Cupcake-Wurf. Das ist richtig gut. Hier, guck mal, die haben gar keine Chance, hier durchzukommen. Schaut euch das mal an. Die kommen gerade so an der ersten Kurve vorbei. Und das auch nur ein kleines Stück. Krass, let's go. Okay, wir machen den zweiten Cupcake-Koch auch mal direkt ein Level hoch. Und placen mal hier noch einen Night Guard. Come on, kein Problem. Oh, get ready for Mangle. Oh, warte, wie stark ist Mangle? Ist Mangle stark oder was? Oh, Mangle hat 180 Leben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Aber eigentlich müsste es reichen für Mangle. Ja, guck mal. Mangle sieht gar kein Land. Die ganzen Cupcake-Hits prasseln hier auch rein. Warte, der zweite Typ, ja, der ist auch Level 2. Obwohl, warte mal. Ja, doch, easy.
Easy aufgehalten. Gar kein Problem. Let's go. Und schon wieder dicken Gehaltscheck hier. Können wir weiter upgraden. Also, dieser Cupcake-Koch ist schon echt sehr, sehr strong. Ich place mal hier auch noch einen. Einfach nur weil. Und hier immer noch so ein Kerl. Nochmal einen Night Guard, dass der auch nochmal hier nach dem Rechten sieht. Alter, wie groß die Animatronic-Armee jetzt hier schon ist. Guck mal. Aber die haben halt wirklich gar keine Chance gerade, Leute. Den Animatronics geht's halt for real gar nicht gut. So, ich upgrade jetzt schon mal hier langsam die Night Guards auf Level 4, weil ab Level 4 können die unsichtbare Einheiten sehen. Und das wird garantiert noch wichtig und vor allem wird es ein Problem werden, wenn gleich irgendwelche unsichtbaren Viecher kommen und ich die gar nicht wirklich angreifen kann, weil es halt einfach nicht geht. So, warte mal, hier placen wir auch nochmal einen Night Guard hin. So, den upgrade ich auch nochmal kurz, weil falls ihr es nicht gesehen habt, wir hatten gerade zweimal Mangle. Wir hatten gerade zweimal Mangle gegen uns. Zum Glück haben wir die Cupcake Dudes, die regeln das schon. Zack, sehr gut, okay. So, wir machen hier vorne den mal auch noch hoch bis auf Level 4, damit ihr den unsichtbaren Kram sehen. So, die hier. Phantom Freddy zählt nämlich als unsichtbar. Zum Glück habe ich das gemacht. So, zum Glück habe ich das Upgrade gebracht, Leute. Oh, die sehen das aber auch. Die Cupcake-Werfer hier bei dem Auge ist dieses Ja. Also, das Wort Ja ist bei dem Auge. Das bedeutet dann, dass die unsichtbare Einheiten sehen können. So, weil die hier, die können es nicht. Die können es immer erst auf Level 4. Oh, kann ich mir nicht leisten. Bin broke. Okay, aber gleich kann ich mir leisten. Warte. Gleich kann ich es mir leisten, Leute. Und Mangle auch wieder erledigt. Easy. Dann können wir ihn jetzt hier auch upgraden. Und warte, der ist schon Level 4. Können wir ihn hier auch upgraden. Und ihn hier gleich auch schon. Let's go. Easy. Guck mal, jetzt kommen hier noch mehr von den Unsichtbaren, aber wir wissen, die Phantom Animatronics haben hier keine Chance, an uns vorbeizukommen. Alter, wie viele sind denn das? Ey, zum Glück habe ich nochmal so viele Nachtwächter auf Level 4 geupgradet. Das wäre ja komplett nach hinten losgegangen. Wir upgraden jetzt mal den Cupcake-Koch hoch bis auf Level 3. Alter, wie viel Damage macht er denn jetzt? 19 Damage und er schmeißt jetzt brennende Cupcakes. Let's go, das ist ja nur noch krank. Okay, den hier auch auf Level 4, den Nachtwächter. Und ihn hier auch. Warte mal, die beiden hier unten, die sind noch Level 1, ne? Die beiden Cupcake-Köche. So, dann machen wir ihn jetzt gleich auch mal direkt hoch auf Level 2. So, haben wir so ein paar Geschenke. Oh, aus dem Geschenk ist Mangle rausgekommen. Okay, krass. So, jetzt können wir ihn aber auch upgraden. Sehr gut. Und natürlich hat auch diese Welle gar keine Chance. Ich weiß nicht, wie oft ist denn das Mangle? Wie viel Mangle haben wir hier? So, zwischendurch schießt mal jemand aufs Geschenk, dass da auch was passiert. So, ein Mangle ist schon mal broken. Und das nächste Mangle ist auch direkt broken. Leute, einfach die Besten. Let's go. Und jetzt auf Welle 19 kommt Toy Chica hier hinten mit dazu. Toy Chica ist auch ja quasi ein Boss. Hält extrem viel aus. Ist aber auch ziemlich langsam, so wie Mangle. Also eigentlich nichts für uns zu befürchten mit dem Setup, das wir hier gerade haben. Hat eigentlich niemand eine Chance, jetzt durchzukommen. Was kostet eigentlich das nächste Dings-Upgrade? 3000? Alter, ich mach gar nichts. Warte, kommt Chica hier? Nein. Chica hat gar keine Chance. Guck mal, wie sie weggelötet wird. Diese Endeskelette haben Rüstung. Ach so. Ja, das haben wir ja schon gesehen mit der Rüstung. Das hilft denen auch nicht weiter. Gegen mich hilft das auch nicht weiter. Okay, warte, vielleicht nehme ich es auch zurück. Warte mal, wieso kommen die? Oh, die haben auch voll viel Leben. Die haben auch voll viel Leben. Nicht gut, nicht gut. Upgrade. Upgrade. Hier kann ich mir gerade keins leisten. RIP. Oh no, oh no. Oh, Leute, die marschieren jetzt einfach durch. Alter, die ziehen uns das ganze Leben ab, weil die einfach durchmarschieren können. Warte mal, ich kann hier hinten ja noch schnell. Ich place mal hier noch ein. Und mach Upgrade. Und dann place ich hier noch ein. Und hier auch noch ein. Und mache ich hier auch Upgrade, Upgrade, Upgrade. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Und hier noch, na komm, ich kann nichts mehr platzieren. Ich kann nichts mehr placen. Oh mein Gott. Die laufen durch, die machen mich kaputt. Die machen mich jetzt komplett kaputt. RIP. 150 Leben. Verloren.
Was, es lief so gut bis Welle 21? Ich war voll gut dabei. Ah, vielleicht habe ich es nicht geschafft, weil ich einen Fehler gemacht habe, Leute. Ich bin jetzt wirklich im Einzelspieler-Modus. Ich war eben auf einer Map, die eigentlich für 4 Spieler war. Vielleicht hat es daran gelegen. Ist aber nur eine Theorie. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wann wir eben verloren hatten. Aber ich glaube, es war vor Welle 20, kurz nach den Geschenken hier. Also als die Endoskelette gekommen sind, ich glaube, das war Welle 19 oder so. Also es ist jetzt viel entspannter, wenn man wirklich im Einzelspielermodus das Game spielt, so wie es sich eigentlich gehört. So, wir machen hier kurz mal bei den Köchen noch die Upgrades auf Level 3 überall, damit die ihre brennenden Cupcakes schmeißen. Und ja, ihr seht, wie es aussieht. Also ich denke, im Einspielermodus könnten wir es sogar schaffen. Ich meine, diese Köche sind so stark. Die machen so viel Damage, Leute. Und hier sind wir jetzt zurück bei den Endoskeletten, Leute. Ich werde jetzt mal direkt hier noch schnell einen von den Köchen durchupgraden. Plus hier nochmal schnell ein paar normale Wächter hinstellen. Und auch nochmal, come on, gib mir nochmal ein Upgrade, zack. Aber das reicht trotzdem nicht, oder? Oder doch? Aber die Köche haben natürlich große Reichweite und können noch den einen erledigen, aber ey, das kann es doch nicht sein, dass der hier jetzt noch durchkommt. Okay. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Hier nochmal so ein Koch hin. Come on, mach den jetzt doch fertig, das Endoskelett. Das kann jetzt aber nicht sein, dass das noch hier durchkommt. Come on, ich stelle noch einen Wächter auf. Alter, diese Endoskelette sind echt... Oh, der schafft's noch. Schmeiß noch mal einen... Nein, er ist mit einem Leben, mit zwei Leben durchgekommen. Gut, wir kriegen nur so viel Schaden, wie die Leben haben. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, aber auch nicht cool. Alles andere als cool, das muss man auch mal dazu sagen. Alter, jetzt kommt hier nochmal so eine Fuhre mit Endoskeletten und Mangel. Alter, ich meine, wir sind im Singleplayer-Modus, okay. Aber das ist schon trotzdem ganz schön heftig, wie die hier unterwegs sind teilweise. Warte, ich place hier auch nochmal einen von den Köchen. So, okay. Okay, das Ding ist, unten links seht ihr, wir können nur 20 Türme platzieren. Wenn die Türme alle da sind, ja, dann kommt da nichts mehr, ne? Da kann ich nicht mehr Türme irgendwo herzaubern. Dann müssen wir jetzt irgendwie mit haushalten. Oh, Freunde, ich habe hier ein paar schlechte Nachrichten. Ich habe auch gerade kurz nicht aufgenommen, obwohl ich dachte, ich bin am Aufnehmen. Wir haben hier ganz viele Endoskelette, die jetzt trotzdem durchkommen bei Level 25, die einfach uns jetzt komplett hops nehmen. Keine Chance. Oh Mann, Leute. Das kann es doch nicht sein. Obwohl wir im Singleplayer-Modus sind. Ich bin jetzt hier nochmal zurück auf die alte Map gegangen, die wir auch im ersten Video gespielt haben. Einfach, dass ich nochmal eine Map jetzt erfolgreich abschließen kann. Dass wir nochmal eine Menge Coins bekommen. Einfach nur, damit wir uns noch ein paar neue Türme gleich kaufen können. Weil es kann ja nicht sein, dass wir eine Folge beenden und dann gleich keinen neuen Turm am Start haben, wa? Das ist ja kein Fortschritt, Leute. So kommen wir ja nicht voran. So, erstmal hier den Koch upgraden. Let's go. Irgendwie verdient man hier voll langsam nur das Geld. Warte, habe ich den Koch jetzt überhaupt geupgradet? Oh Mann, Leute, ich kann es nicht fassen. Ich upgrade hier die ganze Zeit bis zum Abwinken und jetzt laufen mir trotzdem schon wieder Endoskelette einfach durch. Das kann doch nicht sein, Mann. Warte, ich platziere hier nochmal so ein Cupcake-Otto. Und nochmal einen mit einer Pistole. Okay, einen Endoskelett habe ich schon besiegt. Okay, jetzt kommt hier auch noch voll viel durch. Das kann doch echt nicht sein. Warte mal. Habe ich nochmal Geld, um noch einen zu placen? Oh ja, ich habe noch ganz viel Geld jetzt bekommen. Let's go, let's go. Mach auch ein Upgrade, mach ein Upgrade. Come on. Ey, das reicht aber nicht. Mist, das reicht nicht. Das kann doch nicht sein, dass das nicht reicht jetzt, Leute. Oh, Mann. Wie viel Leben haben die noch? Vielleicht überleben wir wenigstens knapp. Ja, wir überleben knapp, aber keine Ahnung, ob wir die nächste Welle hier halten können. Doch, sieht so aus. Ach, die Welle konnten wir da jetzt auf einmal halten. Aber eben nicht. Alter, wir haben nur noch 53 Leben. Oh, Mist, ey. Das kann doch... Das tut doch nicht Not. Wie kann das passieren? Das ist der leichte Schwierigkeitsgrad. Aber so wie es aussieht, kommt jetzt hier alles wieder ein bisschen unter Kontrolle. Warte, ich upgrade den hier mal auf Maximum. Maximum Night Guard.
sollen die hier mal machen. Das Ding ist, wenn jetzt nur eine Animatronic mit nur ein bisschen Leben durchkommt, ist halt Game Over, ne? Und jetzt sind auch voll viele von meinen Türmen da hinten. Die will ich auch eigentlich gar nicht upgraden. Ich meine, manche habe ich schon geupgradet, aber die muss ich eigentlich verkaufen, um mehr Feuerkraft hier vorne zu haben. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, wo die Feuerkraft steht. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, er kriegt auch nochmal ein Upgrade. Und wie geht's euch so? Oh, nee. Oh, nee. Warte mal. Hier, doch, eins haben die noch erledigt. Und das zweite. Na? Okay. Aber wir haben hier hinten zum Glück noch genug und das hat nicht mehr so viel. Also alles gut. Hier wiederum sieht das Ganze ein bisschen schlechter aus, Leute. Wieso ist denn Withered Freddy hier auf dem Weg und wieso geht es ihm noch so gut? Oh, und hier vorne kommen noch mehr Endoskelette. Und noch einen Withered Freddy. Zum Glück ist er so langsam. Dann wird nicht so viel passieren, wird er nicht so weit kommen. Brauche ich aber auch voll viel Kohle. Warte mal. Wir machen immer das Upgrade auf 2500. Hier auch. Let's go. Das wird sich lohnen da vorne. Alter, wie viele Endoskelette sind das? Das gibt's nicht. Hey, safe kommen die durch, oder? So, hier drüben wird Withered Freddy attackiert. Mehr oder weniger erfolgreich. Und hier ist die ganze Bande an Endoskeletten, die jetzt durchkommt. Wait. Ich platziere noch ein paar Guards. Ich mache den Upgrades. Warte, gib her. Upgrade 1. Upgrade 2. Jetzt hier genauso. Zack, zack. Und Upgrade. Okay, wie sieht es aus hier? Alter, sogar der Withered Freddy kommt durch, ne? Das kann doch nicht sein, Leute. Das ist die ganz normale, leichte Map. Und die laufen jetzt hier einfach die Bude ein. Oh Mann, oh, sowas Doofes. Ich meine, wir haben trotzdem Fast Coins bekommen und ich habe jetzt trotzdem 562. Aber ich glaube, mit 562 Fast Coins, Leute, da kriegen wir auch keinen besseren Tower hier. Ich glaube, der günstigste Tower hier ist der hier oben, der kostet 700. Purple Guy wäre das dann. Da können wir mal gucken, dass wir 700 noch verdienen bis zum nächsten Video, Freunde. Denn das war für dieses Video. Die Animatronics haben uns heute richtig hops genommen. Lasst hier gerne einen Daumen nach oben und ein Abo oder Kuss geht raus für den Support. Checkt gerne das letzte Video hier drüben aus. Wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.